Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute machen wir Gemüse. Kinder essen es nicht gern, darum machen wir außenrum Speck. Und wir haben hier heute eine Sellerie. Ja, eine Knolle. Die habe ich außen abgeschält. Und dann schneiden wir jetzt gleich mal schöne Scheibe runter. Wir brauchen Speck. Wir brauchen ein scharfes Messer, so ein Ausstechring. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr es auch mit dem Messer ausschneiden. Und ein Barbecue-Gewürz eurer Wahl. Ich habe jetzt Montana genommen. Kann jeder machen, wie er möchte. Okay? Ganz wichtig, der Speck sollte roh sein und nicht geräuchert oder gebögelt. Den lege ich jetzt einfach mal zum Würzen da rein. Ich zeige es euch gleich. Schön nebeneinander. Würzen wir jetzt einfach durch, eben mit Montana heute. Geht natürlich sicherlich mit vielen anderen Gewürzen auch, aber ich nehme natürlich meins. Drücken wir leicht an, drehen die Kollegen. Muss jetzt nicht überall sein, es passt schon, es verläuft dann, wenn es oben auf dem Grill liegt. Ja, das ist eine coole Idee, um Kids zum Gemüseessen zu bewegen. Ich meine, der Speck ist jetzt nicht, ja, was soll ich sagen, der Speck. Meistens essen sie eine Grillfackel, die Kleinen. Und wenn die Grillfackel um so ein Gemüse rum ist, dann hat man doch ein bisschen gewonnen, ne, sag ich mal. Okay, ihr seht, der Speck ist schön einmariniert. Den braucht man auch nicht ewig lang zu marinieren, das reicht so. Den stelle ich mal beiseite und jetzt schneiden wir uns eine schöne Scheibe runter von dem Sellerie. Puh! Jetzt kommt es ganz einfach, jetzt machen wir ein schönes Loch in die Mitte. Oh. Den schneiden wir jetzt noch eine Idee rund. Und da noch ein. Kleine Schnitte. Ja, schaut gut aus, ne? Da noch ein Eckele weg. Da. Das schmeißen wir natürlich nicht weg. Ja, dann kommen da die Suppen. Sagt der Franke, ne? Das innen drin auch nicht. Stellen wir mal, legen wir da mit drauf. Und jetzt tun wir auch unsere Selleriescheibe damit ein bisschen würzen. Muss gar nicht so viel sein. Leicht andrücken da. Und jetzt einfach den Speck außen rumwickeln. Ist kein Hexenwerk. Man fängt innen an. Handschuhe sind von Vorteil da. Und wickelt es einfach ein. Fängt man da wieder an. Schau, dass es ein bisschen überlappt beim ersten Mal da gleich. Ja, da ist jetzt ein gerissen, macht nichts. Kann ruhig ein bisschen dicker sein. Immer schauen, dass auf jeden Fall es überlappt hier. Kann man dann ruhig ein bisschen festdrücken auch. Und eventuell kann man es jetzt an diesen Stellen noch ein bisschen nachwürzen. Ein bisschen andrücken. Und dann kennt ihr mich, Abracadabra. Wo ist es? Haben wir so ein Türmle schon, ne? Fertig. So. Machen wir heute auf dem Signet 93.
Ich mag es nur auf dem Ablagerost. Habe ich keine Arbeit mit, ich lege das oben drauf, dann 250 Grad anliegen. Ich schätze 20, 25 Minuten oder 20, ja, so um die 20 Minuten, dann sind die fertig. Ja? Legen wir die einfach oben auf. Und hier noch. Dann drehen wir noch ein wenig. So. 25 Minuten. Ich melde mich nach 15 Minuten, um mal schauen, was los ist. Und bis dahin, Deckel zu. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe schon mal reingeschaut. Es sind jetzt 10 Minuten um. Aber wir müssen einmal drehen. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Kolleglik an. Schaut mal die an, wie herrlich die ausschauen. Drehen wir einfach mal. Ah, schönes Gemüse, schaut her, herrlich. Im Speckmantel. Ah, ich freue mich. Jetzt machen wir noch mal 10 Minuten und dann melden wir uns wieder. Okay, bis dahin. 20 Minuten sind um. Perfekt. Holy moly, schauen die geil aus. Wollen wir gleich runter, die Kollegen hier. Herrlich, herrlich, herrlich. Welchen tun wir essen? Den kleinsten? Kleinsten probieren? Das Ganze kann man natürlich noch ein wenig dekorieren. Hup, hup. Auf den Tisch. Da auch noch. Ne, den schneiden wir gleich an. Ich muss jetzt ein bisschen warten, weil das ist ja ein bisschen heiß. 250 Grad haben wir die ganze Zeit gehabt. 20 Minuten hat es gedauert. Mein Gäbelchen habe ich. Und jetzt schneide ich das mal so und vielleicht auch einen größeren, oder? Ja, den da. Schneiden wir es einfach mal durch. Schaut her. Das könnte ja natürlich niemand, müsste ja niemandem erzählen, was drin ist, ne? Das ist eine Überraschung auch, ein bisschen. Hohoho, heiß. Aber Gemüse ist super durch. Heiß. Schon. Kann keiner erkennen, was das ist. Schmeckt leicht selleriartig, noch natürlich. Aber das Montana mit dem Speck außenrum, schön knusprig. Schaut es an. Echt eine Alternative als Beilage oder als Vorspeise. Vielleicht sogar noch einen Tipp dazu, wer möchte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Und ihr könnt auch mal ein Video teilen, wenn ihr möchtet.